Sudeli, mein Speicher hat sich mal wieder verabschiedet. Ja, wie sich hier jemand eben versucht zu verabschieden aus einem Personenkreis. Ja, man möchte hier nicht mehr sich an der Kandare führen lassen. Man möchte auch mal etwas bestimmen oder eben ganz andere Wege gehen ohne diese Menschen, weil ja eine Kandare auferlegt wurde über Jahre oder Jahrzehnte, so wie es hier mir reinkommt. Und da hat jetzt jemand die Schnauze voll, wie gesagt, man möchte ja eine Veränderung und hier bist du als Zuschauer, Zuschauerin, vielleicht bist du weggezogen oder du hast den positiven Einfluss auf jemanden vorangetrieben und das passt dem Umfeld nicht. Ja. Nochmals, wer sich innerlich verändert, zu sich steht, da entwickelt sich auch das Umfeld, das heißt, jene, die hier jemanden nichts gönnen oder das Glück nicht gönnen, die werden dann auf der Strecke bleiben. Und ja, das soll dann auch so sein. Ja, auf der Strecke bleiben. Hier darf etwas beendet werden. 2, 4, 6, 2, 4, 6 kommt noch hier hinten hin. Und zwar nicht die Sonne, ich lege es jetzt doch so rum hin, wie sie gefallen ist. Die düstere Kraft hier. In dieser Reihe darf gehen, die darf man ablegen. Hier ist ein Stillstand, ein Cut, ein Ende, etwas totgelaufen und das hat jetzt jemand erkannt, weil man möchte hier in die Fülle kommen, ja, wieder wachsen, gedeihen wie der Baum. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, aber stetig. Ja, und wer will hier wachsen? Das Gegenüber. Ja, die Drittpartei, wenn es 1, 2, dein Gegenüber und dann bist du die Viertpartei. Ja, ich denke, es ist so von mir genug erörtert worden, hoffe ich mal. Ich will euch nicht zu viel volltexten. Ja, das ist die Armee, die mit dem Zeigefinger drauf zeigen, sagen, du spinnst oder die oder der spinnt doch. Also wärst dann du in dem Fall. Der oder die spinnt doch, die hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun oder wie kannst du nur. Oder. Ja, die lässt dich eh fallen wie eine heiße Kartoffel. Die will eh nur an dein Geld. Oder. Ja, der Mensch geht immer von sich selbst aus. Also wenn jemand sowas sagt, der oder die will eh nur ans Geld, dann wisst ihr. Hier sind auch so die Münzen oder Perlen angezeigt, dass jene hier den Wohlstand des Gegenüberleins gerne anzapfen. Yes! So schaut's hier aus, meine lieben Leute, wer hier mit in Resonanz geht. Okay, denkt dran, es ist der Schein, der oftmals trügt, wenn jemand nicht aus sich rauskommt, dann schämt man sich auch teilweise, weil man sich hier nicht rauspellen kann aus einer Energie, was auch immer es ist. Ist es Familie, Freunde, Bekannte oder. Und wir schauen mal, wie sieht es denn hier aus, die weiteren Werdegänge. Ja, Storch, Bär, Schiff und das Zepter. Ja, die positive Veränderung steht an, die mutige, positive Veränderung, eben mutig sein, weil es hier einen gravierenden Schnitt geben wird. Das Schiff wird umgekrempelt. Man hat hier Sehnsucht. Die Sehnsucht ist der Antrieb des Segelschiffs. Es liegt hier zwar auf dem Kopf, aber das heißt nicht, dass es nicht funktionieren soll. Man schaut jetzt nur, ja, wie macht man das am besten? Wie leitet man hier am besten? Wie stellt man die Weichen? Ja, das Zepter in die Hand nehmen, das heißt so, ich bin jetzt mein eigener Glückesschmied. Ja, so wie ich mich bette, so liege ich mich. Und wenn ich mich mit solchen Steinen oder Kieselsteinchen eben umgebe oder bette, ja, dann piepst halt auch, ne? Wie die Prinzessin auf der Erbse, die sehr empfindlich ist und dann braucht man sich auch nicht auf Erbsen legen, außer sie werden einem unter die Matratze geschoben und so sieht es ja ebenso aus. Hier hat jemanden geprüft, getestet, ausgenutzt, benutzt. Tja, da kommt der nächste Impuls rein. Man darf sich auch fragen, warum? Ne, fangen wir mal anders an. Wenn ich mir Rat bei jemandem suche, sagen wir mal, ich suche Rat in Beziehungsdingen, dann darf man sich fragen, wo suche ich mir den Rat? Suche ich mir Rat bei jemandem, der dauerhaft Probleme hat im Umfeld mit dem anderen Geschlecht? Ja? Ist hier jemand, der vielleicht zum Single vom Außen gemacht wird oder weil es jemand als Single auch lebt. Also es gibt ja die Parteien, die sagen, nö, also wenn es sich nicht gut anfühlt, dann bleibe ich Single.
Ja, da kann man sich schon auch Rat holen. Und es gibt die andere Seite, die sind Single von außen gemacht, was auch nicht ganz stimmt, denn es ist der Spiegel des eigenen Selbst, ja, die immer wieder schon irgendwie das andere Geschlecht haben möchten, jedoch keiner es lange aushält bei jenem oder jener. Ja, hole ich mir dann Rat bei so jemandem oder lieber bei jemandem anderen? Oder drittes wäre natürlich ein Pärchen, das schon Jahrzehnte zusammen ist, oftmals Oma, Opa, manchmal auch die Eltern. Aber auch da weiß man ja, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Wo hole ich mir Rat? Bei jemandem, der von sich aus Single ist oder bei jemandem, der ja viel quatscht und eigentlich genau das Gegenteil ist? Ja, vielleicht sagt er, ja, sind alle so, alle über den Kamm scheren in eine Schublade rein. Ja, ich sehe es nicht so. Jeder ist ein Unikat und ich finde Schubladendenken total schrecklich und alle über den Kamm scheren. Ja, total schrecklich. Auch wenn ähnliche Muster immer wieder ähnlich oder gleich auftauchen. Auch durchs Außen geprägt. Und hier kommt mir eben der weitere Impuls rein. Hier hat jemand eben eine Situation schlecht geredet und hat gesagt, du siehst doch, es hat keinen Wert und du hast ja immer Pech gehabt und wer will dich so ungefähr schon, na, so indirekt, ja, vielleicht nicht direkt, aber so indirekt unterschwellig rüber fließen lassen sollen. Da darf man hinsehen. Die Ernährung, ja, die Ernährung, was nehme ich auf mit Augen, Ohr, Haut, nicht nur durch den Mund, sondern alles, ja, was lasse ich an mich ran und wo gehen die Energien auch von jenem selbst aus. Ja, der Mensch geht ja von sich selbst aus in erster Linie. Und wir haben hier den Traumfinger, der liegt auf dem Kopf. Ja, man möchte hier einen Traum wieder leben. Da heißt es aber, ja, das Zepter in die Hand nehmen, ja, sich nicht mehr vom Außen beeinflussen lassen, sondern einfach das eigene Leben leben. Ja, die Beendigung des Herzschmerzes, den Liebeskummer. Man weiß, man hat hier jemanden im Dunkeln tappen lassen mit den Wolken. Ja, man war hier nicht authentisch zu sich selbst gestanden durch ein Umfeld, wenn man hier immer den Gruppenzwang hatte. Ja, warum macht man das, wenn man nicht im Selbstwert ist? Also, wer hier in so einer Energie mitschwingt, vielleicht auch ihr selbst teilweise, jedoch hauptsächlich hier auch das Gegenüber. Wo ist der Selbstwert? Wo ist der Selbstfindungsweg? Es kann auch wieder mit einer Reise zu tun gehabt haben, dass vielleicht jemand auf einer Reise etwas erkannt hat, ja, was einem gut tut und was auch nicht. Auf welcher Reise geht es einem wirklich gut? Und wo mache ich nur ein Lächeln aufs Gesicht, obwohl es mir total bescheiden geht? Ja, wie sieht dich jemand hier? Dich? Als Viertpartei, sehr spannend, ja. Die Lunte ist hier gerochen worden mit dir. Du hast das Feuer entfacht, denn ich sehe die Ruten, wenn sie nach oben sind, wirklich als auch eine Art Streitschlichterenergie oder auch Wegweisung, etwas bereinigen und dass auch das Feuer entfacht ist. Denn die Ruten heißen ja auch heißes Liebesgeflüster, je nachdem. Also wenn jetzt noch die Lilien kommen, dann haben wir die Bestätigung. Ja, ich möchte aber die Karten jetzt nicht beeinflussen. Ich bleibe neutral. Also die Lunte hat hier. Also ich glaube jetzt, ich falle jetzt nicht vom Glauben ab, denn ich weiß, dass meine Karten die Wahrheit sprechen. Was haben wir? Die Lilien. Es sind, wow, jetzt kriege ich voll die Gänsehaut in die Beine. Du hast das Feuer, die Leidenschaft bei jemandem erweckt. Ja, die heißen Gespräche und sonstiges Heißes hast du hier angeregt bei jemandem. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, denn dann müsste ich es ja, ne, für manche Kreise ausblenden, mein Video oder sparen. Das mache ich nicht. Ja, die Lilien, die Anziehungskraft, das Feuer, das flackernde Feuer, da möchte jemand rein. Ja, ich nehme ihn mit. Er hat nämlich rausgeguckt, er hat ein Salto gemacht, er ist hier Feuer und Flamme von dir, das kann ich dir sagen, Feuer und Flamme, nicht Feuer und Eis. Du hast das Eis geschmolzen bei jemandem, heraus den grauen Schleier gelüftet, das innere Kind zum Leben erweckt und hier ist jetzt jemand voller Tatendrang, möchte es aber noch irgendwie in Frieden lösen, hier rauszukommen, jawohl, in die Stabilität, raus aus der schicksalshaften Aufgabe, jawohl, die schicksalshafte Aufgabe, glücklich vorangehen mit Stabilität, die Karte stelle ich wieder rein oder stecke es wieder rein, denn wir haben hier sechs, ich habe hier immer sechs Stück, wenn ich es richtig sehe, jawohl, dann soll es so sein, man möchte das Glück mit dir als sein oder ihr Seelenengel leben. Wow, ich komme von Gänsehautschauer zur Gänsehautschauer. Und ja,
bist immer noch am Unterdeck. Du bist immer noch sehr präsent hier bei jemandem. Jemand hat etwas erkannt. Jemand möchte es dir vermutlich auch demnächst mitteilen. Es brennt auf seiner oder ihrer Seele, ja. Man möchte hier jetzt wirklich, ja, das Leben, was die anderen beiden hier vielleicht gar nicht mehr leben können, ja, will sich niemand direkt mehr für diese zwei Gestalten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, interessiert. Ja, vielleicht sollten jene auch mal ihr innerstes Selbst beleuchten, beachten, vielleicht haben jene gar keinen so einen spirituellen Engel wie dich. Das vermute ich zumindest mal ganz stark, weil diese Impulse mir hier reinkommen, dass hier jemand noch Ehrenrunden drehen darf im Labyrinth. Dieser jener welche hat das Herz schon gesehen, ist am Verstand ausschalten. Ja, wie heißt es hier in dem Lied? Nochmals, ja, wo sind wir denn? In ein Labyrinth verstrickt. Oh, ich sehe den Weg nicht mehr. Ich will weg, ich will raus. Genau, ein kleiner Junge winkt mir zu und grinst. Komm hier weg, komm hier raus. Ja, raus hier aus dem Morast. Und ja, der Wind pfeift dazu dieses Lied, in dem sich jeder Wunsch erfüllt. Ich erfinde, verwandle mit Zauberkraft. Ja. Du hast hier jemanden verzaubert, auf ganzer Ebene, die ganze Linie, auf ganzer breiten Fläche. Wow, was für eine Energie, ich bin begeistert. Ja, Impulslegung, sehr, sehr wichtig, extra Post heute, stelle ich auch extra rein, gesondert außerhalb meiner geregelten Zeiten, denn es ist wirklich, jemand senzt hier die geregelten Morastzeiten weg. Das heißt, jemand bricht hier eben aus den Gewohnheiten, das Feierabendbier, der Stammtisch oder das Hobby, was regelmäßig stattfindet. Der Schlüssel, etwas wird aufgeschlossen, auf- und abgeschlossen, eine alte Tür wird abgeschlossen, das neue Kapitel aufgeschlossen mit dir. Wow, ich komme von Welle zu Welle. Es wird die neue Verbindung mit dir aufgelebt. Es wird aufgeschlossen. Man ist jetzt aufgeschlossen für eure Verbindung. Jemand hat hier etwas erkannt. Ja, man hat erkannt, dass die Zeit jetzt reif ist, vorwärts zu gehen mit dem Reiter. Wow, 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 wow. Ich kann bald nicht mehr. Ich flipp aus. Wie singt er hier? Ich flipp aus. Du kannst flippen, flitzen, fliegen. Und das größte, schnellste Pferd kriegen. Das größte und schnellste Pferd. Hier sucht jetzt jemand nach dem größten, schnellsten Pferd, nämlich der Möglichkeit, sich mit dir zu treffen, um sich auszutauschen, mit Gefühlen auszutauschen. Ja, vielleicht noch mehr. Das überlasse ich jedem Einzelnen von euch. Hier bekommt jetzt jemand wirklich die Sporen rein. Man möchte hier, ja, irgendwie lag es jetzt, glaube ich, so rum, die Sonne. Man möchte die Sonne raus aus dem grauen Schleier des Nebels. Ja, man möchte jetzt die Seelenliebe, das höchste Gut der Liebe. Nicht die oberflächlichen, materiellen oder eben, ja, diese physischen Dinge leben, sondern das innere Kind leben lassen. Ja, die Seelenliebe, die wahrhaftigste Liebe, wie ich finde, nach dem aktuellen Stand, die es gibt. Also diese möchte raus. Die kraftvolle Seelenliebe, ja. Ui, jetzt geht's aber los. Die kraftvolle Seelenliebe, wo man sich verankert fühlt, in sich drin, ja, was lange verborgen blieb, das jetzt raus will mit diesem Strudel, mit diesem Tornado an Gefühlen. Ja, der Mond zeigt sich auch schon. Jetzt stecken wir nochmal rein, wenn wir hier wieder 6 Karten haben. So, jetzt wird es schwierig mitmischen. Ja, die Kommunikation mit dir liegt noch auf dem Kopf. Ja, man überlegt noch, was schreibt man, welche Zeilen, wie kommt man auf dich zu. Jetzt geht es nicht mehr zum Mischen, dann nehmen wir es so. Ja, die Zeilen sind noch blockiert, wenn man die richtigen Worte noch nicht kennt. Die Schattenthemen, für mich ist der Mond aktuell auch das Schattenthema, das man hier jetzt lösen darf mit der Maus. Diese Seelenverbindung möchte man nicht verlieren. Ja, die möchte man nicht verlieren. Hier ist aktuell ein Verlust da. Denn, wow, ein guter Schluss, dir alles, ich kann nicht mehr. Ich habe sofort ganz Augen, das gibt's nicht. Wow, ich möchte ein bisschen laut schreien. Okay, ich hoffe, es trifft bei euch, bei ganz vielen drauf zu, dass hier jemand wirklich das Größte, das Schnellste, das beste Pferd aus dem Stall sattelt und die richtigen Zeilen findet, um dir diese Post zu übermitteln. Ja, dieses Gefühl.
rauslässt. Einfach rauslässt. Neue Form verspielt und wild. Die Wolken malen ein Bild, singt er hier, ja? Ja, raus, eine neue Form, verspielt und wild sein. Und jetzt nehmen wir mal die Einhörnchen, sind nämlich die schnellsten Pferde, weil die haben teilweise ja nicht nur den Zauberstab, das Zauberhörnchen, sondern Pegasus hat ja auch die Flügel. Kopfweh, dann mach es wie die Einhörner, schüttle deine Mähne, einmal wild von links nach rechts, damit alle Sorgen einfach wegfliegen können. Auch ein heißer Beat und coole Rhythmen bewirken Wunder. Das Abenteuerland, ein cooler Beat, wie ich finde, sehr, sehr passend. Liebe verwandelt, Liebe heilt. Wow, das gilt auf dich hier, das trifft auf dich zu. Du hast hier jemanden in Heilung gebracht oder eben auf einen Heilungsweg, ganz neue Wege zu beschreiten. Falls mal Traurigkeit aufkommt, lass nicht die Flügel hängen. Ich berühre dein Herz mit meinem Einhornlicht. Das klärt deine Emotionen und lässt dich wieder strahlen. Du bist die Strahlefrau, der Strahlemann für jemanden. Dein Herz und deine Liebe sind wirklich VIP, very important person oder eben Fantasie. Ja, so geil. So geil finde ich die Legung, anders kann ich es gar nicht sagen. Und dann nehmen wir noch die Drachen dazu, denn hier heißt es ja auch mit Drachenenergie, mit Peter Pan und Captain Hook. Was haben hier noch die Drachen dazu zu sagen? Wow, ich bin begeistert. Ich schicke euch all die Kraft an Licht und Liebe, an positiver Energie, die ich hier empfinde. Und wir haben Nike und Leslie. Deine Fähigkeiten werden dich zu einem ruhmreichen Sieg führen. Es ist an der Zeit, dein Potenzial erwachen zu lassen. Glaube an dich. Ja, glaube an dich. So sieht es bei jemandem aus. Oder sie soll an sich glauben. Und ich möchte noch eine zweite Energie dazu. Merlin und Liliana, liebe dich selbst, so wie du bist. Du bist großartig und wenn du dich für all deine Leben öffnest, wirst du die Summe all deiner Leben sein. Dein Leben, die Liebe, das Licht, die Sonne. So sieht's aus. Lilane Energie, violett heißt, man darf sich von Altem lösen, von alten Verstrickungen. Man darf in die neue Fülle, man darf die neue Wege beschreiten. Mit dir, allein mit dir. So was Geiles habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Endlich mal raus aus der alten, tristen, grauen Schleierenergie. Der Impuls war genau richtig bei einer der letzten Videos. Und wenn mich ein Lied, eine Passage so dermaßen verfolgt über Stunden oder Tage, dann muss ich drauflegen, denn dann sagt das Universum, hier brennt's. Dann heißt es, klingelingeling, es ist Engelspost da und die haben wir hier. Die Engelspost, du bist ein Engel für jemanden, du hast einen neuen Weg jemanden gewiesen. Ja. Ich hoffe, ihr geht ihn zusammen in Liebe, in Seelenliebe, ohne Groll, ohne Verdruss und Loslösen von alten Dingen, all dem Kreis, was einen runtergezogen hat, was einen vereinsamen lassen hat. Und ja, bitte packt es an. Packt es gemeinsam an. Ja, keine Kompromisse, sondern Ergänzungen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich auch mir. Und in diesem Sinne, bitte Daumen nach oben, abonnieren, wer noch nicht hat. Das bringt mich auch ganz nach vorne. Und ja, es kostet euch ja nichts. Abonnieren kostet auch nichts. Ihr macht hier kein Abo oder sonstiges. Ihr könnt es auch jederzeit, wenn ich euch zu viel vollsabbel, wieder deaktivieren. Und in diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal. Und wir bleiben hoffentlich in der positiven Energie. Ich wünsche es euch. Ich schicke es euch von ganzem Herzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Liebe. Alles Gute. Deine Orakelnixe.